Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio mit mir, dem Lupus. Und dabei ist der Gabax. Jo, hallo Leute. Wie immer. Und ja, wir sind dabei, unsere Stromproduktion umzubauen, weil wir haben hier bessere Generatoren gefunden. Genau. Und unser Problem ist jetzt aber, dass wir hier nicht genug Dampf reinkriegen, um die, ja, die, also die funktionieren hier alle, die vier, aber ab der fünften geht's gar nicht mehr. Ich kann hier mal. Gehst du mal bitte aus meiner Drohnenreichweite. Weiter rechts, weiter rechts, oh. Weiter rechts, weiter rechts, weiter da, rechts. Hallo, ich nehme hier auf. Ich wollte nur immer. Ich versuche abreisen. Zu arbeiten. Und mit der fünften, das läuft halt nicht mehr. Da kommt halt so gut wie nichts an. Er ist rechts unter Volllast. Das klappt nicht. Und genau. Wir arbeiten deswegen jetzt hier schon mit zwei Pumpen. Genau, deswegen hat Lupus. Jetzt war die Idee gespielt, die vielleicht einfach mal direkt an den Untergrundtank zu packen. Genau. Weil wir haben das Problem, wir müssen ja hier Pumpen dran bauen. Dann geht doch mal weg da. Ja. Aber das geht nicht. Nein! Schade. Weißt du was, wir probieren jetzt einfach alle Pumpen aus, die es in dem Spiel gibt. Ja, aber das haben wir schon mal. Wir haben unter Luigi. Luigi, genau. Unter Luigi. Unter Yooki Liquids gibt es ja hier. Diese Flow-Trigger, das geht nicht. Gau geht auch nicht. Die Pipe-Value. Also es gibt, oder warte mal, es gibt hier Rohrventil, Wassererzeuger, elektrische Wassererzeuger, Flow-Trigger. Ja, selbst wenn man diese Fluid-Buffer-Station dahinter setzt, das geht ja auch nicht. Ne. Also da steht immer Pumpe. Ja, eben. Und das, aber ich verstehe nicht, weil es müsste doch unter Yooki selbst auch noch Pumpen geben, oder nicht? Ich finde es eh lächerlich, warum funktionieren unter der Untergrundtank nicht mit seinen eigenen Pumpen? Tja, keine Ahnung. Rohrventil, nee, das ist ja einfach nur zum. Vielleicht ist das Energy, warte mal. Deswegen verstehe ich auch nicht. Da gibt es so eine Wasserpumpe. Wo? Vielleicht funktioniert die. Wo ist die denn? MF-Wasserpumpe. MF-Wasserpumpe? Wo ist die denn? Unter Yooki Energies. Ach, der Energy? Bestbrennstoffmotor. Okay, Quantrinium-Reaktor. Hast du schon mal den Quantrinium-Reaktor probiert, was der kann? Wo ist der denn? Kauf den jetzt einfach mal. Du kaufst jetzt gerade einen Quantrinium-Reaktor. Ja, der kostet nur 300.000. Willst du uns hier in die Luft jagen? Ja, ich will uns quantronisieren. Quantrinuimisieren, was? Warte, aber die Wasserpumpe probiere ich mal aus. Das vielleicht denn? Vielleicht ist das ja die richtige. Solway Steam Collector. Also, ich probiere das jetzt mal aus. Hier, guck mal. Ah, lol, was ist das denn? Was denn? Aber die ist irgendwie nicht angeschlossen, kann das sein? Das ist die MF-Wasserpumpe. Ja, nö, die wird nicht die ist nicht angeschlossen. Hey, wie funktioniert das denn? Vielleicht muss da doch eine mal. Pumpe dazwischen. Gar nicht. Hä? Jetzt ist da Wasser drin, oder nicht? Nee, hä? Mechanische Energy? Was? Ach nee, das Hydraulik. Kraftübertragung? Ach, warte mal, eine Kraftübertragung? LOL? Sekunde, da ist Wasser drin. Da steht hinten. Ja, das steht ja auch Wasserpump. Ach, warte mal, ich glaube, das Ding pumpt Wasser aus dem Boden. Kann das sein? Was? Ja, guck doch mal, das Ding hat Produktionsfenster. Und du kannst ein Rezept auswählen. Das Ding produziert Wasser. Ja, aber du brauchst ja mechanische Kraft. Steht da. Ja, aber das Ding ist nicht praktisch hier für uns. Weil wir brauchen doch Dampf und. Ja, weiß. Ich guck mal was anderes. Was gibt's hier noch? Ja, was ist denn jetzt mit diesem komischen Reaktor, mit diesem Quantrum-Ding da? Keine Ahnung. Stell das doch mal. Ich denke, du hast es gekauft. Ja. Stell doch mal hin. Gleich. Oh, Dampfturbine. Was ist das denn? Probieren wir jetzt einfach mal aus. So, also jetzt erstmal die Quantrum-Dings. Alter, what? Oh, away. Oh, mal ran. Oh, ja, ja, ja. Guck mal, was ist das denn? Ah, hier. Umgewandelt. Ah. Kann es sein? Aha, Hydraulik. Ist man damit. Warte mal, hä? Drei Stück? Was? Was? Temperatur? Ach, guck mal, da werden mechanische Energy-Dinger Temperatur 150 hergestellt. Was? Aus diesen komischen. Ah, okay. Okay, ich verstehe nicht. Okay, also scheinbar musst du diese Pumpe an das Ding an. Was ist das? Steam Turbine? Dampfturbine, ja. Zum Antrieb wird Hochtemperaturdampf benötigt aus dem Überhitzen. Ach, Steam. Daraus kannst du Wasser und Energie, genau, diese mechanische Kraft machen. Warte mal aus eben. Steam, aus Dampf.
Ja, warte okay. mal. Warte mal, kannst du das direkt so anschließen? Nee. Falscher Steam. Nee, falscher Steam. Okay. Steam ist nicht kompatibel, was? Genau, Steam. Steam will nicht. So, was haben wir denn noch? Haben wir nochmal. Warte, ich versuche jetzt nochmal den. Können wir mal alles probieren. Ich baue auch nochmal kurz was. Was ist das hier? Ich weiß es nicht. Einfach mal kaufen. Was ist es? So, Elektrik-Wassererzeuger, das auch nicht. Und das mit Ventil einfach mal probieren. Das hatte ich schon mal, bin ich der Meinung. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß ja nicht, wieso. Ich will mir die Solarteile... Alter, was ist das denn? Guck dir mal das Ding an. Alter. Hä, das gibt's doch mal in der NAFA. Oh. Ja, lass mal kurz stehen. Ich sehe es von hier nicht richtig. Warte. Das ist Solarstrom. Echt Solar? Das ist Solarstrom. Ach, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Ja, das fängt an den Seiten. Das Licht einem bündelt ist auf einen fixierten Punkt. Ja, so ja, was, das gibt's doch schon. Hitzeenergie, ja, ja, klar. Genau. Produziert 5 Megawatt. Alter. Aber das ist viel zu groß dafür, dass es so. Wir haben Strommangel, ist klar, ne? Glaube ich. Ey, jetzt klaust du mir meinen. Danke. So, okay. Ich habe jetzt. Probier das jetzt einmal hier mit. Ich schließe nochmal eben hier die Generatoren wieder an, ne? Ja. Nur um eben aus dem Strommangel rauszukommen. Wir haben immer noch einen Strommangel. Nee, doch, nee, Produktion ist jetzt ja wieder. So, warte mal, hier kommt jetzt Steam raus. Schließ das jetzt mal an. Geh back. Hey, was ist weg. Das denn? Ah, das. Ich teste jetzt, wie gesagt, nur. Test failed. Test failed. Und das? Jetzt ist noch nicht mal richtig angeschlossen. So. Das hier? Nee, diese Dinge habe ich ja auch schon mal getestet und das funktioniert nicht. Das ist. Alles. Was macht das denn für einen Sinn dann? Das weiß ich eben auch nicht. Das ist warte mal, das bringt das das, wenn man mehrere Pumpen hintereinander packt? Nee, ne? Kannst es ausprobieren, ich bezweifle das aber echt. Habe ich eigentlich noch nie getestet. Quatsch, was mache ich denn hier? Wollen wir mal genug Strom nehmen hier? So. Naja, gut, die laufen jetzt aber nicht auf Volllast. Ich reiß nochmal eben schnell hier Mast ab. So, wie laufen sie jetzt? Nee, nur bis zum vierten. Der fünfte ist so. Der hat nicht genug Steam, ja. Nee, warte mal, so. Jetzt probiere ich mal. Was ist denn. Was. Wofür ist das denn hier? Was bringt das? Was denn? Das, was ich hier jetzt gebaut habe. Pipeway? Keine Ahnung. Ist das vielleicht so ein kleiner Minispeicher? Ufer, ne? Das sieht so aus, ja. Jetzt hat er das reguliert. 30 kannst du davon mehr, kannst da du davon mehr hintereinander bauen? War doch mal von der Pumpe, 3 Stück da, von der Pumpe bis das Ding. Ja, dafür müsste ich kurz mal mehr kaufen. Oh, ich dachte, du wärst vorbereitet. Als ob ich von den Testsachen so viel kaufe. was war denn das jetzt? Pipe. Ja, Rauchventil, Life. Irgendwas. Okay, so. Nee, irgendwie ist da noch weniger Dampf drin als vorher, kann das sein? Ja, jetzt funktioniert ja nicht mal mehr die dritte. Nee, das ist irgendwie. Nee, das ist irgendwie kontraproduktiv. Und so? Sekunde, die dritte da läuft gerade an. Kommt jetzt nur 8,8 an, warte mal. Und so? Das ist auch nicht besser, nee. So kommt 9, also kommt mehr an. Hä? Aber Sekunde, die eben lief doch die vierte noch. Warum läuft denn jetzt die vierte echt? Nicht mehr? Ja. Ja, jetzt hat die dritte so gut wie. Nee, das verstehe ich nicht. Auch nicht. Wieso läuft dann auf einmal jetzt die vierte nicht mehr? Weil nicht genug Strom da ist? Nee. Nee, Strom haben wir auch nicht genug, aber. Du, ich weiß es auch nicht. Und was ist hier? Warte mal. Was ist, wenn man das einsteckt? Oh. Irgendwie macht das keinen Unterschied, egal was du da. Ich verstehe auch den Flow-Trigger nicht, ehrlich gesagt.
Was also ist entweder hier? Verbrauchen die Dinger so viel Was Dampf. Was ist das hier? Keine Ahnung. Macht auch keinen Unterschied. Also entweder verbrauchen die Dinger so viel Dampf oder da kommt einfach nicht genug an. Also das ist... Obwohl, wenn ich mir angucke, in diesem Rohr ist aber auch irgendwie nicht viel drin. Nee. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Rohre voll auszulasten. Ja, und so ist noch weniger drin, wenn du noch eine zusätzliche Pumpe reinmachst. Ja, aber das hat doch eben funktioniert. Was ist, wahrscheinlich ist das zu viel. Also wenn, müssen wir lieber zwei machen auf voller Last, oder? Warte mal, kannst ja, du dich noch... das geht ja nicht. Nee, warte mal, kannst du die dann nochmal hinsetzen. Ja. Du, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? In diesem Rohr, wo ich jetzt vorstehe, ist, wo ich drauf gucke, da ist jetzt 11 drinne, ja? Mhm. Wenn ich jetzt das dazwischen setze... Nee, doch nicht. Irgendwie kam mir das gerade vor, als wäre da auf einmal mehr drin, als ich den Tunnel weggenommen habe. Warte mal, die haben doch... Kann man die vielleicht miteinander zusammenschließen? Warte mal. Ach so, nee, das, ach so, du meinst an der Seite da rein? Ja, weil ich vielleicht kommt, vielleicht stabilisiert er den Fluss, weißt du? Kommt hier 12 und hier 13. Ja. Oh, das sieht gut aus, oder? Ja, tatsächlich kommt jetzt 12,6 an, nicht mehr nur 9. Ja, aber es geht trotzdem nur noch bis zur dritten. Ja, ja. Aber vorhin es kommt lief, viel vorhin generell lief mehr die vierte an. Turbine. Aber guck mal, die Rohre sind voll. Guck mal hier, rechts und unten sind beide voll. Hm. Also irgendwie so halbwegs stabilisiert. Was ist, wenn ich jetzt von hier rechts noch mehr Druck? Warte mal. Nee, ändert sich jetzt nichts. Jetzt kommt 14, doch. Doch, warte mal. 15. Jetzt baut die hier so ein 16, bisschen was 17, aus. 16, 17. 16, 15, 14. Es ist ein bisschen mehr geworden, wenn ich mir die dritte Turbine angucke. Bei der vierten kommt nichts an. Es kann doch nicht sein, dass hier drei Pumpen vier Teile nicht... Kannst du doch nicht für jeden so ein Dinger hier einen Atomreaktor bauen, oder? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, wir können... Was ist, wenn man direkt einen Atomreaktor dran schließt? Wie ich meine. Weil der hat nur 15 Druck. Also 15. Ja, ich probier's mal. Ja, aber warte mal, das ist doch dann. Hä? Ja, warte mal, dann brauchst du doch bloß hier. Boah. Achso, hast du das jetzt gemacht? Naja. Nee. Das ist sogar schlechter, das Ergebnis. Aber der erste dreht definitiv schneller. Ja, gut. Nee, der kann nicht schneller drehen. Der hat auch jetzt volle Leistung. Nee, der hat vorhin die ganze Zeit nicht so schnell gedreht. Ja, doch. Sonst würden die dahinter ja nicht drehen. So, wenn der erste volle Leistung hat, gibt er an die anderen weiter. Ja, stimmt. Ja. Sah aber so aus, als ob er schneller dreht. Wahrnehmung und so, ne? Ja, ich glaube, das geht einfach nicht schneller. So traurig. Kann doch nicht sein. Oder es sind wirklich zu viele Dinge außer hintereinander. Ja, das ist meine ich ja. Also ich, dass man dann hier... Nehm den nochmal kurz weg. Dass man dann hier noch was hochziehen muss, das ist zwar irgendwie doof. Versorgt der jetzt eigentlich auch nach unten? Achso, jetzt. Und geht das? Tjo, nee. Achso, du hast ja gerade was weggenommen. Ja. Nee. Ich hab's jetzt so gemacht. Doch, beides hat jetzt volle Leistung. Alle drei haben volle Leistung. Ja, der dahinter aber nicht. Der dahinter. Schwankt. Also, wenn ich das hier abziehe. Ich setze da mal noch einen hinter. Bin sie total rum. Ja, das reicht nicht für alle. Ich spinne aber auch sowieso rum. Bei der Produktion ist halt immer so. Ja, aber seltsamerweise, als ich das hier so gemacht habe, hat er nicht rumgesponnen, so hier. Warte. Muss das hier erstmal entspannen? Ja, die Performance ist halt immer so sprunghaft durch diese Schaufelbagger. Ach so. Okay, ja, dann. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Also aber deswegen kannst du drei Stück maximal. Ja. Irgendwie kannst du maximal drei Stück, ja. Aber wenn ich das hier hinten jetzt wegnehme. Empty dann, ja. Ja, guck mal.
Also du musst die irgendwie von zwei Seiten. Zwei Stück ist gar kein Problem, aber sobald du drei musst du zwei. Hm, musst du von hinten auch noch. Gott, da muss man das ja alles umbauen hier, ne? Echt schade, das. Warte mal, wenn ich. Oder wir brauchen für die Dinger den anderen Dampf. Dass die auf den anderen Dampf ausgelegt sind. Dass die vielleicht beides. Ja, aber wir haben doch jetzt hier schon den Atomdampf. Ja, aber es gibt ja noch dieses andere Dampf, wo Dampf dran steht. Ich weiß, aber. Diese J-Energies darunter. Dann können wir aber nicht mehr den Atomdampf benutzen. Kann halt nicht alles sein. Guck mal, so ist ohne Probleme. Guck mal. Ja. Ich hab jetzt, hab ja drei Pumpen jetzt hier dran. Small Electric Motor. Ach da, der Quantumreaktor, das war das, was du gerade hattest. Also mit drei Pumpen ist es auch locker möglich. Nur dann müssen wir das alles umbauen. Dann, ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten, Ich glaube, wir sollten das hier so stehen lassen und das andere lieber neu aufbauen. Was neu aufbauen? Dass wir hier die alten wieder dran setzen. Ne, warum? Wir können das doch so lassen. Das ist okay so. Dann brauchen wir nicht so viele nach oben hin. Dann bauen wir hier einfach drei Stück hin jeweils und dann. Na, ist gut, dann machen wir das so. Nimm mal hier den Mast weg. Dann müssen wir das hier noch, muss ich das nochmal wieder umbauen. Meinst du dann so oder immer willst du da noch was dazwischen haben? Auf welche Höhe sollen die überhaupt sein, stehen? Ja, ein bisschen höher, weil du brauchst ja ein bisschen Platz für die Rohre. Ja, nee, ich meine jetzt auch in welchem Abstand. Ich kann die ja mal parallel einfach drei immer, Stück, immer zum Punkt. Nee, ob ich die zum Beispiel so oder. Aber ich baue die jetzt immer mal so vom Bunker parallel, so ein bisschen. So. Ja, genau. Also vom. Richtig, genau. So. Ja. Ja, ich schließe an kurz mal. Hier mit Kabel. Du weißt schon. Mit Kabel. Ja, du schließt mit Kabel an, ist mir schon bewusst. So, Doppel. Zack. So, da ist jetzt immer ein dazwischen. Ups. Ich denn hier? Das kommt erstmal jetzt alles ab hier. So. Dann die unterirdischen nehme ich einfach. So, das sollte dann gehen. Dann muss ich natürlich unterirdische. Warum? Kollege. Nein, halt unterirdische. So, jetzt müssten sie eigentlich gleich anlaufen, wenn der Strom da ist. Ich habe gerade einen Mast abgerissen, der im Weg war. Ja, warte. Ich baue jetzt hier die. Genau. Hier muss noch Wasser ran. Damit die dann. Ist das nicht symmetrisch? Doch, wieso? Was? Die Abstände? Da muss noch Wasser dran, sagst du. Ja. Weißt du, Dampf. Ja, Dampf, meine Güte. Du weißt genau, was ich meine. Nein, ich weiß nicht, was du meinst, wenn du nicht mit mir anständig redest. Wer erzählt denn hier mal irgendwelchen Blödsinn und ich muss mal raten? Weiß ich nicht. Der rätselhafte Pirat. Der wer? Der wer? Der Bär mit dem Schießgewehr. Au. Du hast hier kein Ding dazwischen. Egal, ich hab schon gefixt. So. Was machst du denn da? Ach so, jetzt hast du das alles so gebaut. Ja, weißt ja, weil du da gemacht hast. Du kannst doch. Meine Güte. Das Rohr, das Unterirdische reicht doch viel länger. Ja, dein Rohr. So. Perfekt.
Ah, na, so ganz nicht. Mir gefällt das nicht, warum? Ach so, weil wir zu viel Strom produzieren. Okay, alles gut. Können wir jetzt nicht oben noch mehr theoretisch versorgen, außer einen? Kannst du ausprobieren. Also einen einzigen habe ich noch. Bluff. Nein, obwohl. Sekunde. Ich mach mal eben die Akkumulatoren. Wie gesagt, momentan produzieren wir zu viel Strom. Traurig, ja, aber. Ich mach mal eben die Akkumulatoren wieder an. So, jetzt sind wir. Jetzt drehen sie. Jetzt sind wir im Voll. Guck mal, ja, dann dreht nämlich der hintere auch nicht mehr. Ja, Moment. Achso, wolltest du noch was sagen? Nee, aber da fehlt irgendwas. Nee, das. Hey. Hey. Also die drei drehen dann sofort super schnell. Nimm mal den anderen gerade. Was, wie den anderen? Ja, benutz das mal, test das mal bei dem linken. Hä? Was? Achso. Nee. Sag doch, dass ich ihn einen weiterbauen soll. Nee. Also, ein bisschen läuft er, aber nicht so wirklich Knülle. Aber warum? Halbe Performance. Also, das geht noch. Mich. Hier kommt doch halbe Performance. Ja gut, das geht ja noch. Ja, dann bau da noch ein paar hin. Produzieren immer noch bei halber mehr als andere. Ja, das ist richtig. Darfst also du noch mal bitte aus meiner Reichweite raus von den Drohnen? Ja, gleich. Ich will eben was kaufen. Was gleich? Jetzt sofort. Geh sterben. Nee, ich kenne das. Schade. Lass dich vom Zug überfahren. Später. Okay. So. Geh weg. Geh weg. Die haben aber keinen. Geh weg. Runter. Geh runter. Geh runter. Katze, geh runter. Ich komm gleich hoch zu dir. So. Aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. Aber ich bin froh, dass das hier endlich funktioniert. Zumindest im Groben. Auch im Groben. Auch im Ganzen. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, produziert das jetzt mehr Strom als vorher? Aber ich denke schon, ne? Also das Ding ist, vorher hast du pro Dampfmaschine maximal 5, irgendwas. Genau, das heißt, ein so ein Ding ersetzt drei Dampfmaschinen. Ungefähr, genau. 1, 2, 3, 4 laufen. Mindestens sind 12 Dampfmaschinen. Ja. Wie viel hast du im Inventar? Du hast ja gesehen, wie viele wir hoch hatten. Wir hatten, warte mal, ich habe, wie viel habe ich dabei? Ich habe 81 Stück dabei. 12 mal 5 sind 50, 60 Stück. 60, also die ersetzen 60 Dampfmaschinen hier. Ja. Das ist schon gut. Und da von den Dampfmaschinen nicht alle gelaufen sind, weil hast du ja gesehen. Und da Volldampf nicht hin. Mehr, nee. Genau. Haben wir nur nicht drauf geachtet. Wir können theoretisch natürlich jetzt noch ein paar mehr Atomkraftwerke bauen. Aber das wird das Problem nicht beheben. Richtig. Na gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss für heute und. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Factorio. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao.